So, hallo und grüße euch mit Teezeit. Ich wünsche allen einen wunderschönen Nachmittag oder Abend. Es schneit wunderbar. Und ich wollte sprechen über Sucht und spirituellen Schutz. Und dass ich glaube, dass das etwas ist, das sehr notwendig ist. Und auch über die Synchronizitäten, die mir passiert sind. Grundsätzlich über Sucht, also das ist jedenfalls meine Meinung. Ich glaube, dass fast jeder hat irgendeine Art von Sucht. Fast jeder hat irgendeinen dunklen Teil von sich selbst, den er nicht gerne nach außen zeigt. Und es gibt Sucht oder Süchte, die sind komplett akzeptiert in der Gesellschaft, wie zum Beispiel Workaholics, also Leute, die süchtig sind nach ihrer Arbeit, was in unserer Gesellschaft applaudiert wird. Und es gibt Leute, die nehmen Aufputschmittel, was in unserer Gesellschaft auch, solange du funktionierst, applaudiert wird. Und vor allem in Thailand ist es ein riesiges Problem gewesen, dass viele von den Arbeitern ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das geheißen hat in Thailand, diese Drogen, das waren quasi so pinke Methamphetaminpillen, und das ist ein starkes Aufputschmittel, und diese Leute würden dann arbeiten für 14 oder 15 oder 16 Stunden am Tag. Und das könnten sie dann aufrechterhalten für 4, 5 Tage. Und das ist so ein Problem geworden, dass die thailändische Regierung quasi Krieg erklärt hat. All denen, die Aufputschmittel verkauften. Also es ist in Thailand nicht mehr so, wie es einmal war, dass es extrem einfach ist, diese Pillen zu kaufen. Und dadurch ist ein riesiger Schwarzmarkthandel entstanden für diese Pillen, und mir fällt der Name nicht ein. Ich glaube, es ist sowas wie Motor oder Motor, irgend sowas. Jaba. Jaba war der Name. Und ist es immer noch. Und also grundsätzlich, die Regierung hat Krieg erklärt gegen alle, die Jaba verkaufen, und die haben quasi wirklich Krieg erklärt gegen diese Leute, und da sind viele, viele Leute ermordet worden und für freiwillig erklärt worden. Aber Sucht kann auch solche Dinge sein, wie der Arzt
Dr. Gabor Mate. Er hat ein Buch geschrieben über Sucht. Und er ist quasi in den Frontlinien dieses War on Drugs. Und er sagt auch, man kann keinen Krieg führen gegen Objekte, man kann nur Krieg führen gegen Menschen. Und er sieht quasi die grauenhaftesten Fälle in Bezug auf diesen War on Drugs, und das sind seine Patienten. Und aber was er auch schreibt in dem Buch ist, dass auch er hat eine Sucht, und diese Sucht ist quasi akzeptiert in der Gesellschaft. Und seine Sucht ist klassische Musik. Und es war einmal sogar so schlimm, dass er quasi eine Geburt, die er hätte übernehmen sollen als Arzt, fast verpasst hätte, weil er zum zweiten oder dritten Mal an dem Tag in das Musikgeschäft gehen musste, um zu schauen, ob die neueste Komposition von Tchaikovsky schon eingetroffen ist oder sowas auf die Art. Also es gibt die eigentümlichsten Formen von Sucht. Manche davon sind komplett sozial akzeptiert, wie Alkohol zum Beispiel, was auch nur ein Suchtmittel ist und nichts anderes. Und jeder, der was anderes behauptet, ist ziemlich fehlgeleitet in seinen Ansichten. Alkohol ist auch nur ein Betäubungsmittel. Und es ist gesellschaftlich anerkannt, weil es ist quasi es ist quasi, lässt deine Inhibitionen fallen, und das ist komplett anerkannt gesellschaftlich. Und dann gibt es auch Sachen wie Heroinsucht. Und Leute, die so süchtig sind nach Heroin, dass sie das jeden Tag mindestens zweimal intravenös konsumieren müssen, damit sie sich halbwegs normal fühlen. Und das ist dann wiederum gesellschaftlich absolut nicht anerkannt. Also dieses ganze Thema ist extrem kompliziert und komplex, und viele Ärzte, die im sogenannten Substitutionsprogramm arbeiten, haben sich massiv dafür eingesetzt, dass Diamorphin, das früher unter dem Na Markennamen Heroin bekannt war, dass das legalisiert wird in Österreich für Suchtpatienten und Schmerzpatienten. Und einer der Ärzte, die ich kennengelernt habe, hat sich sehr dafür eingesetzt, dass das möglich wird, weil die meisten von den Substitutionspatienten eigentlich süchtig waren nach Heroin. Also warum eine Sucht mit einer anderen ersetzen? Weil im Endeffekt Heroin ist nicht Methadon oder Subutex.
ist nicht großartig für hilfreicher für die Gesellschaft. Und es ist auch ein massives Gift für den Körper. Also alles, was zumindest von aus einer Pflanze kommt oder semi-synthetisch hergestellt wird, ist um einiges besser für den Körper, weil auch Morphin eigentlich eine endogene Substanz ist, also es wird im Körper selbst hergestellt. Und deshalb ist es relativ erträglich für den Körper, dass diese Substanz im Körper ist. Aber Methadon zum Beispiel ist komplett synthetisch hergestellt. Und der Körper weiß nicht wirklich, was er damit anfangen soll. Ja. So, ja, dann so viel zum Thema Sucht und man kann nur sagen, Gott sei Dank gibt es diesen War on Drugs, wie es in Thailand existiert oder auch in Amerika und Kanada existiert. Gott sei Dank ist es nicht so in Österreich. Ja. Und ja. Also ich wollte auch noch reden über die ganzen Synchronizitäten, die mir passiert sind und auch über wie wichtig das war, dieser spirituelle Schutz für mich, weil grundsätzlich ist es so, dass wenn du nicht aktiv einen spirituellen Weg gehst, dann bist du quasi wie ein Boot ohne Kompass unterwegs am Ozean. Und dein Leben hat keine Richtung. Und wenn du jung bist, dann schaut es so aus, als würde alles irgendwie von selber funktionieren. Und vom Judentum her gibt es einen Grund dafür. Und zwar, dass bevor man 15 Jahre alt ist, ist man grundsätzlich beschützt. Von Gott und dieser Schutz lässt es so aussehen, als würde einfach alles von selber passieren und so weiter. Und ich kann da sehr viel tiefer gehen in dieses okkulte Wissen. Zum Beispiel über was die Illuministen glauben und auch ihren Kindern mitgeben und ja, aber ja, ich werde quasi nur meine Geschichte erzählen, also wie ich angefangen habe zu meditieren. Auf einmal habe ich diesen Schutz gehabt und auf einmal habe ich Leute getroffen, einfach dadurch, dass ich diese Energien angerufen habe und ich habe Invokationen gemacht mit dem Gott Thoth oder Tahuti. Es war der Gott der Weisheit und Azazel und das ist quasi
Im Judentum war das sowas Ähnliches wie einer der gefallenen Engel, der der Menschheit Wissen und Weisheit geschenkt hat über spirituelle Dinge. Das war Azazel. Dann mit was für ein Garten. Ich habe einmal, das war ziemlich interessant, ich habe einmal einen Dämon angerufen und ich glaube, das war Ashtoreth. Es gibt eine weibliche Version von dem Dämon, die heißt Astarte. Und das absolut Unglaubliche an dem war, dass ich habe quasi nicht nur ein Licht gesehen in Meditation, sondern auch den Geruch gerochen von dem Dämon. Und das war quasi, es gibt Bilder von ihm, Ashtoreth, und ich glaube, einer seiner Namen ist auch Herr der Fliegen, bin mir nicht sicher, ganz sicher, aber jedenfalls der Geruch, den ich gerochen habe, in dem Moment, wo ich den Dämon angerufen habe, mit dem Zeichen, das Sigil oder Sigillum von dem Dämon. Ich glaube, ich habe eine rote Kerze benutzt und ich habe den Dämon angerufen und ich rieche sofort einen Geruch von Schwefel und Fäulnis. Und woher kommt das? Wenn das nicht funktioniert, woher kommt das? Ja. Egal, jedenfalls. Ja, also grundsätzlich, man kann alle möglichen Arten von Engeln und Dämonen anrufen in Meditation und so weiter aber grundsätzlich auch, was passiert ist, dadurch, dass ich so viel Meditation gemacht habe und dieses Kundalini Awakening, wo die Energie, die gespeichert ist im untersten Chakra, raufgezogen wird durch die Wirbelsäule. Und seitdem ich das gemacht habe, und das ist im Hinduismus ein Spirit, der heißt Kundalini oder Kundalini Shakti. Und seitdem ich das gemacht habe, habe ich Rückenschmerzen und Rückenprobleme. Und ich habe, glaube ich, 3 Röntgen gemacht und 2 MRs oder MRTs. Und alle meine Spinal Discs sind gequetscht bis zum Anschlag. Und du siehst, dass quasi Knochen auf Knochen reibt und ich habe eine Krümmung nach links um 21 Grad. Und der erste Arzt, zu dem ich gegangen bin, hat mich gefragt, ob ich einen Autounfall gehabt habe. Oder wann ich einen Autounfall gehabt habe. Ich habe gesagt, ich habe keinen Autounfall gehabt.
Und dann hat er mich gefragt, ob ich gefallen bin von höher als 5 Meter. Und ich habe gesagt, nein, ich bin nicht gestürzt oder irgendwas. Und dann hat er gesagt, das ist nicht möglich. Es muss irgendwas passiert sein, irgendwas Massives. Und natürlich, wenn du zu einem Arzt sagst, du hast Kundalini Awakening gehabt, dann schickt er die wahrscheinlich noch in irgendein Irrenhaus oder sowas. So, das war die Story mit dem Kundalini Awakening. Und nebenbei, ich habe nur ein einziges Buch gefunden, weil ich wollte mir irgendwie helfen, ne? Wegen die Schmerzen. Und ich habe nur ein Buch gefunden. Das redet über Kundalini Awakenings. Und das Buch war von Gopi Krishna. Und der hat Kundalini Awakening gehabt. Und der war aus Indien, also er ist von einem Guru zum nächsten gegangen, weil er hat solche Schmerzen gehabt. Und er hat geschrieben in dem Buch, er hat nicht einen Guru gefunden in ganz Indien, der selber Kundalini Awakening gehabt hat. Also offensichtlich ist es was ziemlich selten passiert, aber das ist massiv gepusht vom New Age Movement. Und ich habe sogar eine Person gefunden im Internet, der das exakt gleiche passiert ist. Der hat nicht nur mehrere Millionen Follower gehabt auf YouTube, der hat auch eine eigene Website gehabt, wo er versucht, quasi Wissenschaft benutzt hat, um alle diese spirituellen Phänomene wissenschaftlich zu erklären. Und er hat dann eine Begegnung gehabt mit Jesus Christus, und die Geschichte ist so absolut ähnlich dem, was mir passiert ist, dass es schon fast unheimlich ist. Jedenfalls dieses Kundalini Awakening, Yoga und so weiter ist massiv beworben durch das New Age Movement, und es ist extremstens gefährlich, sowas zu tun. Ich würde nie jemandem den Rat geben, das zu versuchen. Und ich habe quasi diese Rückenschmerzen seit 10 Jahren. Und kein Arzt kann mir helfen. Ich habe jetzt einen Termin mit einem Chiropraktiker, aber leider sind diese Leute, die quasi mit vielleicht hat man das sogar gehört. Diese Leute, die den Körper manual einrichten, ich glaube, heutzutage sagen sie dazu Manualtherapie oder irgend sowas, was früher die Chiropraktiker gemacht haben. Aber das ist quasi fast ausgestorben, weil keiner will irgendwie Hand anlegen, dass jemandem was passieren kann. Und es ist voll schwierig. Ich meine, ich war sogar einmal wegen akutem Schmerz im Krankenhaus, wegen meinem Rücken, weil ich solche Schmerzen gehabt. Und ich habe zu dem Arzt gesagt,
Bitte helfen Sie mir, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Und der Arzt hat in gebrochenem Deutsch zu mir gesagt, was du wollen von mir, ich kann nichts machen. Ich kann dir geben Schmerzmittel, aber ich kann nichts machen, was du wollen von mir. Und der hat sich meine Röntgenbilder angeschaut und so weiter und einfach gesagt, ich kann nichts machen. Wiederschauen. Und das war das Ende von dem Gespräch. Und ja, die Schmerzmittel hätte ich mir in der Apotheke abkaufen und besorgen können. Ja, also wenn du was mit dem Rücken hast, dann bist du wirklich, das ist grauenhaft. Ja. Also grundsätzlich, ja, das war, was ich sagen wollte über spirituellen Schutz, dass wenn du versuchen willst, dass du wegkommst von diesem grauenhaften Ritual, dann brauchst du quasi spirituellen Schutz. Und es wäre wahrscheinlich keine schlechte Idee, jeden Tag einen Psalm laut zu lesen oder irgend so etwas. Und sei es Meditation, aber irgendein spirituellen Schutz wird wahrscheinlich notwendig sein, damit du da rauskommst. Und sogar der atheistische Arzt hat das Buch, das er geschrieben hat, betitelt In the Realm of Hungry Ghosts. Also sogar diese nach außen hin atheistischen Ärzte wissen in Wirklichkeit ganz genau, dass das sehr wohl auch ein spirituelles Problem ist, wenn nicht sogar hauptsächlich ein spirituelles Problem ist. Und ja, also wie die Bibel sagt, wenn du die Tür öffnest zur Sünde, dann lässt sie sie quasi nicht mehr zumachen. Außer du hast wirklich guten spirituellen Schutz. Und ja, über die Synchronizitäten, die mir passiert sind, also es geht zum Beispiel wiederholende Zahlen. Und vielleicht hört sich das lächerlich an für manche Leute, aber es ist wirklich so, wenn du, nachdem ich das Kundalini Awakening gehabt habe, nachdem das passiert, hast du dann diese automatischen Kriyas oder diese Körperbewegungen, die du quasi nicht beeinflussen kannst, oder du sitzt während Auto von permanent so da mit einer Hand am Lenkrad und ja, also wiederholende Nummern. Also grundsätzlich von Kennzeichen, Autokennzeichen zu Nummern im Fernsehen, zu Nummern auf jeder digitalen Uhr. So vorher war es gerade 4:44 Uhr. Und das ist nicht quasi, so wie viele sagen ja, das ist nur Einbildung. Und die Leute suchen diese Nummern und die Leute suchen diese Nummern aktiv und so weiter. Aber das stimmt nicht. So wie die Nummer 11:11 Uhr oder 23:23 Uhr oder was auch immer. Es ist einfach
permanent und ja, also das ist eins von den Sachen. Dann viele andere Synchronizitäten, wo, wenn ich 5 Minuten vorher auf der Autobahn gewesen wäre, dann wär ich verwickelt gewesen in einen massiven Unfall, wo gerade die Polizei hingefahren ist und da ist ein LKW quasi mit alle 4 Reifen, hinteren Reifen explodiert und der steht irgendwie so auf der rechten Spur und vorn brennt es aus. Oder einmal bin ich auf der Autobahn gefahren mit dem Auto und das war absolut unglaublich. Also ich bin auf der Autobahn gefahren mit dem Auto und ich fahre gerade ab von der Autobahn und ich höre eine Stimme quasi in meinem Kopf vor rechts zu wie und stelle den Motor ab. Und ich weiß nicht, warum ich das überhaupt irgendwie ernst genommen habe, aber ich fahre rechts an den Straßenrand und stelle den Motor ab und denke, ja, und was ist jetzt? Und quasi ich mache die Autotür auf und ich schaue, ob alle Reifen passen und alles sitzt bombenfest, also alle 4 Reifen sitzen bombenfest. Und ich schaue, ob die Spur verstellt ist oder irgendwas, nichts. Und ich steige ein ins Auto, stecke den Schlüssel ins Schlüsselloch und dreh den Autoschlüssel. Und in dem Moment, wo ich den Autoschlüssel auf die erste Stellung drehe, fliegt der linke vordere Reifen so weg. Und wäre das also nicht 4 Minuten vorher passiert, wäre ich nur auf der Autobahn gewesen mit 150 oder so, mit 150 km/h auf der Autobahn oder so. Und wäre höchstwahrscheinlich, so der linke vordere Reifen, wäre dann höchstwahrscheinlich noch links um mich geschlittert und möglicherweise sogar durch die Abgrenzungen durch auf die andere Fahrbahn um mich. Und das war auch eins von den Sachen, die passiert sind. Und es waren ein Haufen andere Dinge, an die ich mich gerade jetzt im Moment nicht erinnern kann. Aber jedenfalls ein Haufen solche Sachen sind passiert. Und es war immer so quasi ein Bauchgefühl oder so Vorahnung oder Stimme in meinem Kopf, wie immer du dazu sagen willst. Und wie gesagt, also wenn das 4 Minuten früher gewesen wäre, dann wäre ich auf der Autobahn gewesen mit. Und der linke vordere Reifen fliegt so weg. Ich habe nicht einmal die Zündung eingeschalten. Also ich weiß bis heute nicht, wie das überhaupt möglich ist. Und ja, das war nur eins von viele, viele, viele Sachen, die passiert sind in die letzten 10 Jahre. Und ja, ich wünsche jedem, danke fürs Zuhören und ich wünsche jedem noch einen wunderbaren, schönen Abend und vielleicht hört man sich wieder.